Liebe Genossinnen, liebe Genossen, Corona hat offengelegt, was schon so lange in unserem Land schiefläuft. Wir haben ein Bildungssystem, das so viele Kinder und Jugendliche abhängt, weil sich ihre Eltern zum Beispiel keine Nachhilfe leisten können. Auch ich habe diese Nachteile immer wieder zu spüren bekommen und konnte trotzdem einen Weg gehen, der meinen Eltern noch versperrt gewesen ist. Nicht zuletzt durch die sozialdemokratische Idee des BAföG. Leistung lohnt sich. Für sich und die eigenen Kinder. Denkste, dieser Slogan taugt vermutlich nur noch als Floskel auf irgendwelchen FDP-Wahlplakaten. In unserer Arbeitswelt sind schlecht bezahlte Berufe, zum Beispiel im Gesundheitswesen, durch Profitinteressen nahezu unerträglich geworden. In anderen Branchen erleben wir Tarifflucht und Lohndumping. Viele Bereiche der Daseinsfürsorge wurden privatisiert. Für Gesundheit, Rente, Bildung fehlt das Geld. Große Konzerne werden dagegen gerade jetzt in der Krise gestützt, während Wirtschaftsminister Altmaier es über Monate nicht hinbekommen hat, auch nur die Dezember-Corona-Hilfen an kleinere Unternehmen und Selbstständige auszuzahlen. Wir leben auch in einem Land, in dem Frauen, und auch das hat Corona noch einmal sehr deutlich gezeigt, immer noch die Hauptlast tragen, wenn es um Care-Arbeit geht und dafür am Ende ihres Arbeitslebens eine Rente herausbekommen, die zum Leben nicht reicht. Und dann ist da noch das große Thema Klimaschutz. Klimaschutz? Den haben doch die Grünen erfunden, würden jetzt viele sagen. Aber das stimmt nicht. Es waren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und warum haben wir ihn erfunden? Weil für uns klar ist, Klimaschutz und Umweltschutz sind kein Selbstzweck. Sie sind vor allem eines, eine soziale Frage. Wir brauchen ihn, weil er für uns als Menschen lebensnotwendig ist, ja überlebensnotwendig ist. Denn es sind vor allem diejenigen, die finanziell benachteiligt sind, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Und zwar nicht nur im globalen Süden, sondern auch ganz konkret hier bei uns in Deutschland. Denn es sind diejenigen, die sich die Mieten in den guten Lagen nicht leisten können, die an vielbefahrenen Straßen wohnen und deren Lebenserwartung dadurch drastisch sinkt. Die sich eben keine Klimaanlage in die eigenen vier Wände hängen können, wenn im Sommer die Temperaturen mal wieder ins Unerträgliche steigen. Wir wissen aber auch, was Klimaschutz nicht sein kann. Klimaschutz kann nicht sein, zum Beispiel ökologische Standards beim Wohnungsbau zu setzen und dann die Mieterinnen und Mieter bei den Kosten für die dadurch steigenden Mieten alleine zu lassen. Klimaschutz kann auch nicht sein, den Menschen abzuverlangen, aufs Auto zu verzichten, wenn der Staat nicht gleichzeitig dafür sorgt, dass man nicht mit schlechten oder nicht vorhandenen Bahnverbindungen plötzlich doppelt so lange zur Arbeit braucht. Klimaschutz ist eine soziale Frage und deshalb ist sie für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokratinnen Standard. Und wir werden mit unserem Zukunftsprogramm alle auf diesem Weg mitnehmen. Und das bedeutet vor allem eines, Investitionen und ein starker Staat. Weil uns die vielen in diesem Land das wert sind, weil sie dieses Land sind, weil ohne sie nichts läuft. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, lohnt es sich zu kämpfen.